Jetzt? Dankeschön. Puh. Das ist ein langer Auftrag hier. Zum Glück habe ich ein neues Video angefangen. Das wäre das letzte jetzt schon über 3-4 Stunden lang. Das will doch keiner sehen. Was soll da mit meiner Watchtime passieren? Das wäre ja grauenvoll. Meine arme Watchtime. Die geht doch kaputt, wenn dann der dritte Aufruf aufs Video kommt und nur 2 Minuten geguckt werden. Was ja sonst nie passiert. Bei 10 Minuten Videos. Ja, damit. Schön, dass man ein bisschen sich noch hier auffüllen kann. Zwischendurch. Aber und Verwundbarkeit wäre mir trotzdem lieber. Macht doch viel mehr Spaß. Und irgendwie keine Orientierung mehr, wie immer. Aber man hört ja die Orientierung, ne? Man kriegt ja Orientierung durch Gehör. Einzig den Geruchssinn kann man hier schlecht verwenden, aber sonst sind die Sinne ja gut verteilt. Ich kann sogar den Monitor anfassen, dann weiß ich, wo der Gegner ist. Ich fühl mal. Ah, da ist der Gegner. Gut, danke Monitor. Er hat mich natürlich betrogen, der war er gar nicht. Gucken wir mal hier rüben. Nicht so schnell immer, sonst klappt's ja halt nicht. Das haben wir ja gesehen gerade. Weichern. Er ist halt auch nicht immer an derselben Stelle. Was macht er eigentlich den ganzen Tag, wenn ich nicht komme? Dann hängt er hier rum und chillt. Ein typischer Boss. Wie die Leute aus den lustigen Taschenbüchern, die Weltherrschaft an sich reisen wollen. Die wissen auch nicht, was sie dann damit tun sollen. Hab Mickey Mouse mal aufgeklärt. Aber sie wollen ihm ja nicht glauben. Ja, guck, seht mal, ich hab nichts getroffen. Jetzt einfach hat sich weggewarbt. Es hat gar keinen Sinn, da sein Zeug zu verpulvern. Dann schieße ich eben nur einmal drauf. Dann geht er weg und dann muss ich hier den nächsten. Dann kommt er dahin, ne? Ist er das? Treffe ich ihn jetzt mal bitte? Jetzt habe ich ein bisschen getroffen, schön. Okay, dann habe ich da immer mal eine Strategie. Treffe ich? Habe ich schon wieder getroffen. Ah, wie geil ist das? Ich komme voran. Nein, das ist nicht so geil. Er warbt sich nicht mehr. Kein Bock mehr, ist zu träge geworden. Typisch, passiert halt irgendwann jeden Boss. Irgendwann kann man nicht mehr. Ja, wenn ich so langsam schieße, dann wird es noch lange dauern. Perfekt. Genau so eine Position wollte ich haben, wo er mich nicht treffen kann. Wenn ich ausweiche. Wo ich mal ausweichen kann, vor allem. Jetzt hat er sich wieder unsichtbar und teleportiert. Gut. Dann weiß ich, dass es jetzt soweit ist. Dann kann ich ja... Ja gut, jetzt macht er das wieder so. Hä, wieso hat er mich nicht getroffen? Der hat selber nicht damit gerechnet, dass ich auf ihn zukomme. Ganz offensichtlich. Ja, mir doch egal. Ups, jetzt hat er mich getroffen. Da muss ich irgendwie woanders ausweichen. Nach links, da geht's nicht weiter. Gut, das ist schlecht. Gut, das ist schlecht, genau. So, ich mach das so. Mist, da kann ich nicht ausweichen. Naja. Naja. Soll ich mir mal so ein Geräusch-Sound anlegen? Ich mache mir das Geräusch hier als auf der D und dann fahre ich im Auto rum ganz laut über die Straßen und haben sie alle Angst vor mir. Dass die Polizei kommt und mich wegen Ruhestörung hier dran kriegt. Und sage ich halt, ich bin ein Boss, ich darf das. Ich gebe immerhin über 8000 Punkte. Ich will eine andere Waffe, was soll ich für eine Waffe nehmen? Ich habe keine Ahnung. Wo waren der jetzt? Wieder alles vergessen. Hallo. Ich muss mehr speichern. Hier irgendwo. Es verwirrt mich so, dass es hier unterschiedliche Lava gibt. Ja, voll wieder alles verpulvert, weil er sich direkt wieder warbt. Das sehe ich doch. Das müssen wir nämlich anders machen. Speichern jetzt kurz.
Ey, wer ist das? Du hast dich nicht angemeldet. Du bist nicht eingeladen zu dieser Party. Was ist das? Das ist doch der Boss, der da rangeschossen hat, bestimmt. Wo habt ihr sich jetzt? Haha, Idiot. Mist, 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 Mist! So war das nicht geplant. Hätte aber schön werden können. Jetzt will er mal eine Mega haben, ne? Ich wette, er will mal eine Mega haben. Ja, sie trifft nicht. Er warbt sich direkt weg. Was sind das für Bosse, die keinen Respekt vor... Was seht euch das an? Aus dem Nichts. Bosse, die keinen Respekt vor Megas haben. Was ist das denn? Ey, das... Doch, das ist der Boss. Ich dachte, das wäre irgendwie ein anderer. Ey, das war ein anderer. Ich schieße auch mit Homing. Ich dachte, ich schieße mit Mega. Habe ich vergessen, nochmal auszuwählen. Wieso? Ich habe doch nichts getan. Es werden immer mehr kleine Gegner scheinbar. Je länger der Kampf dauert, desto größer wird seine Verzweiflung. Und je mehr Verstärkung muss er anfordern. Ach, es wird ein langes Video. Mal gucken, ob ich das schneiden muss. Das will ich aber jetzt nicht mit dem Bosskampf eruieren. Da habe ich mal ein bisschen eine reingehauen, ne? Ein bisschen eingeheizt. Ja, ja, ja. Er ist noch da. Oh, er hat was hinterlassen, ne? Was nun auch... Was war das für ein Knacken? Soundbugs. Will er nicht sterben? Ich meine, Gauss-Munition gibt es ja nicht, aber es gibt eine Laser-Aufladestation, von daher nehme ich lieber die. Er ist wieder von selbst explodiert, super, und ich habe keine Punkte bekommen, so, ich liebe es. Er gibt voll Sinn, wie bei dem Hulk vor ein paar Videos. Das ist auch schon wieder Monate her, was ich noch weiß. So, Mega. Also wenn Homings treffen, treffen wir auch Mega. So viel ist klar, sei denn, er warbt sich halt wieder weg, der Spacko. Hallo. Ach, mach's uns doch nicht so schwer. Danach haben wir es hinter uns. Ich kann jetzt nächste Level und du kannst dich im Roboterhimmel deine Maschinenöl hingeben. Nee, die trifft nicht. Ich möchte jetzt auch ungern eine Mega für 7. Vor Megas hat man als Abschießer selbst ja durchaus Respekt. Auch wenn der Gegner sie keinen mehr hat. Weil er sich einfach wegwarpt. Ich find's cool, wie das Schiff da noch. Er macht sich unsichtbar und nichts ist. Ich muss dann halt wie mit einem Erschütterungsgeschoss schießen. Dann treffe ich auch. Also Concussions. Nee, aber so wird das nichts. Ich muss erst einmal wieder meine Strategie anwenden. Ihn einmal an. Moment, da war das jetzt hier. Anschießen. Dann warpt er sich nämlich weg. An einen Ort, wo er dann erstmal ein bisschen bleibt. Wo ist dieser Ort? Tell me. Tell it me. Tell me it. You tell me it. Wen ich nicht sehe, der kann mich nicht töten. So leicht ist das. Da. Hab ich mal getroffen mit Mega. Hab ich mal getroffen. Was ist das denn wieder? Warum rede ich so betrunken? So freudentrunken war das. Ist er nicht tot? Er hat mir nur ein paar Raketen hinterher geschickt. Ich glaube nicht, dass er das war mit den 2100 Punkten. Das wäre sehr wenig. Ja, wo ist er denn jetzt? Da rechts. Gut, merken wir uns. So, das war hier und dann runter rechts hier. 600. Yeah, das war er bestimmt. Sie wird überhaupt nicht... Alter! Sie fokussiert... Ah, erwischt. Ist er reingeflogen. Der Arme ist der Depp reingeflogen in meine Mega.
Boah, wie viel Uhr haben wir es schon? Wie lange mache ich den Boss schon? 2-3 Stunden bestimmt. Du triffst mich nicht. Aber die Mega trifft ihn auch nicht. Ich muss mal jetzt halt speichern, sonst komme ich nie voran hier. Auch wenn ich der Megas versieb. Und verpulver. Ich höre dich. Du hörst mich nicht, aber ich dich. Aber du triffst mich dafür, yay. Weil du direkt hinter mir wieder bist. Wie immer. Oh, drehen. Hä, war er wirklich da gerade? Denke nicht. Ich glaube echt nicht. Und irgendwann erfahren wir dann, immer wenn man neu lädt, dann hat er wieder vollständige Auffüllung seiner Dings. Seines Shields. Das wird noch irgendwann rauskommen, wenn ich hier dann 50 Videos aufgenommen habe, allein von dem Boss hier. Ja, ich wusste. I knew it to know. And now I knew it to known. No. Hallo. Schreckt dieser Raum langsam auf. Vor allem, weil ich ihn immer noch so als fremd empfinde. Ich kann mich noch nicht gescheit zurechtfinden. Nee, der war keiner. Der ist jetzt irgendwo hier. Die trifft. Und irgendwas trifft mich. Ich weiß nicht was. Ich muss dann schneller irgendwie in Deckung gehen. Irgendwie muss ich schneller in Deckung gehen. Ist so laut, ich hab Angst. Ja, der guckt, hallo, bist du da? Da kam mir jetzt gerade vor. Hallo, bist du? Als ob er das sagen will, sonst sag ich das ja immer. Scheiße. Will nicht mehr. Ich will auch mal zu den Gewinnern gehören. Uhuhuhu. Schluchz. Nee, die hat nichts getroffen. Das lohnt sich nicht. Was? Wieso? Ich könnte mich auch einfach mal töten lassen. Sterben lassen. weil ich ja hier dann eh mein Zeug wieder kriege, habe ich halt ein Leben verloren nur. Und das stört ja keinen. Wenn es sich irgendwie mal auszahlen würde. Sehe aber gerade noch keinen Vorteil darin. Aber merken wir uns mal für mögliche Situationen, falls das mal angebracht sein sollte. Ich glaube. Gucken wir schon mal ein bisschen um. Lalalalalo. Lalalalo. 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 Cool, die kann streben wie das Schiff. Haha, geil. Aber der Boss hat irgendwie keinen Bock mehr. Da ist er. Er hat mit Gedankenkontrolle mich ausgeschaltet, so scheint's mir. Alter, muss ich ja immer so einen Umweg fliegen? Muss doch nicht sein. Nee. Ah, da kommt er her. Gut. Der weiß natürlich sofort, wo ich war. Das ist ein grober Fehler, das so zu machen. Ganz klar. Mal gucken, ob mir diese Ansicht ein bisschen mehr Glück bringt. Ich weiß ja, wo er ist, ne? Wo ist er eigentlich? Boah, nee, das halte ich nicht aus. Weg da. Keine Helix. Geh aus! Da unten war das. Die Musik passt überhaupt nicht.
Ja, doch, sie passt, aber gleich passt sie nicht mehr, wenn der Kampf stattfindet. Was haben wir eigentlich hier? Ah ja, da kommen wir mal hin und dann den aufladen. Bevor die Tür sich wieder schließt, sind wir wieder raus. Es wird ein langes Video, ein langes oder ein paar kurze. Aber ich stehe ja nicht so auf kurze, von daher. Bin ja ein großer Alkoholgegner. Let me think about the next step. First, I speak in German, denn wir wollen ja was verstehen. Second, zweitens, wir brauchen eine neue Strategie, die etwas nützlicher ist für die gesamte Situation. Drittens, wir müssen den Boss killen.